und herzlich willkommen auf Veras Blockflötenkanal. Ich bin Blockflötistin und Cembalistin und heute geht es darum, euch vor 10 typischen Denkfehlern zu bewahren, wenn ihr Blockflöte spielen lernen möchtet. Falls ihr mich noch nicht kennt, mein Name ist Vera Petri und ich gebe euch Tipps zu gutem und schönem Blockflötenspiel. Ja, 10 Denkfehler, die ihr möglicherweise begeht oder die Menschen, die ihr kennt, begehen, was die Blockflöte anbelangt, beziehungsweise das Blockflöte-Spielen und das Lernen des Blockflöte-Spielens. Darum geht es heute. Und ich glaube, der hartnäckigste Irrtum oder Denkfehler dabei überhaupt ist diese Ansicht, dass die Blockflöte ein Einstiegsinstrument sei, mit dem man erstmal beginnt, um dann ein echtes Instrument erlernen zu können. Also, dass ihr erstmal beginnen solltet mit der Blockflöte, damit ihr die Töne kennenlernt und dann auf ein anderes Instrument umsteigt. Das ist ein großer Irrtum und bringt auch große Schwierigkeiten mit sich, die ich euch gleich im zweiten Punkt erläutern werde. Aber die Blockflöte ist ein jahrhundertealtes, vollwertiges Instrument, die erst im 20. Jahrhundert dieses Image bekommen hat, durch bestimmte Entwicklungen in der Musikgeschichte, dass sie ein preiswertes Anfängerinstrument sei und eben nicht vollwertig. Ich habe dazu schon öfters mal was in Videos erzählt und habe auch ein ganzes Video dazu gemacht. Das könnt ihr euch gerne anschauen. Auf jeden Fall gibt es sehr viele klassische Stücke und sehr viele moderne Stücke auch für die Blockflöte auf professionellem Niveau. Und ich habe zum Beispiel Blockflöte studiert als Hauptfach an der Musikhochschule und da gibt es noch ganz viele Kolleginnen und Kollegen, die das auch getan haben und die genau wie ich konzertieren und unterrichten mit der Blockflöte. Johann Sebastian Bach hat zum Beispiel 2 seiner brandenburgischen Konzerte mit Blockflöten besetzt und sehr viele seiner Kantaten auch. Also könnt ihr einfach davon ausgehen, wenn Leute das nicht wissen, dass das kein Einstiegsinstrument ist, dann sind sie einfach nicht informiert über die Geschichte des Instrumentes. Und das kann man ja auch niemandem übel nehmen, der gar kein Instrument spielt oder der sich damit noch nicht beschäftigt hat. Auf jeden Fall ist es ein Irrtum zu denken, die Blockflöte sei nur ein Einstiegsinstrument. Ja, dann komme ich zu Punkt 2. Denn wenn man die Blockflöte als Einstiegsinstrument einsetzen möchte, geht man davon aus, dass die Blockflöte leichter zu erlernen sei als ein anderes Instrument und man sie erstmal lernen könnte, damit man die Töne kennenlernt und dann eben umsteigt. Aus meiner Erfahrung, aus meiner sehr langjährigen Erfahrung als Instrumentalpädagogin, sowohl auf der Blockflöte als auch auf Tasten, denn ich bin auch studierte Cembalistin, kann ich euch versichern, dass der Anfang auf der Blockflöte genauso schwierig ist wie auf jedem anderen Instrument. Jedes Instrument bringt seine Tücken mit sich und wenn ihr eben Blockflöte richtig gut lernen möchtet und nicht so, dass man es sich auch später nicht anhören möchte, sondern richtig gut wie jedes Instrument, das ihr erlernen würdet, dann ist das genauso schwer wie ein Tasteninstrument beispielsweise. Ich behaupte sogar, der allererste Anfang, die allerersten paar Wochen auf der Blockflöte sind noch schwieriger, was eure Motorik anbelangt, weil ihr Atem, Körperhaltung, Fingerhaltung, Zungenartikulation und das Verständnis der Noten und der Griffe alles kombinieren müsst und bis ihr da wirklich einen schönen, vernünftigen Ton rausbekommt, kann das ein paar Wochen dauern. Und das ist zum Beispiel beim Klavier so, dass der Ton einfach da ist. Natürlich kommt es da auch auf andere Dinge wieder an, natürlich auch die Haltung und die Fingerhaltung und die Handhaltung. Aber es ist
sehr knifflig, der Anfang auf der Blockflöte, und es ist genauso schwierig im weiteren Verlauf oder genauso leicht wie andere Instrumente. Es gibt da aus meiner Sicht überhaupt keinen Unterschied. Natürlich vorausgesetzt, ihr wollt es richtig angehen mit der Blockflöte. Ihr seht die Blockflöte als vollwertiges Instrument, was sie auch ist, und beschäftigt euch damit genauso gewissenhaft, als ob ihr Violine erlernen möchtet oder Klavier oder was auch immer. Dann gibt es einen ganz häufigen Denkfehler oder Irrtum über die Blockflöte, nämlich sehr viele Menschen denken, die Blockflöte, das ist das hier, das ist eine Blockflöte. Und was das dann zum Beispiel ist oder das da, das ist den Leuten dann oft nicht klar. Dabei sind das alles Blockflöten. Die Blockflöte ist ein Familieninstrument sozusagen. Also es gibt die ganze Familie der Blockflöten, von klein bis groß. Es gibt zum Beispiel noch kleinere als die Sopranblockflöte, nämlich zum Beispiel eine Sopraninoblockflöte. Und ja, die Sopran, die klingt so. Und die Sopranino dann so. Ist jetzt ein bisschen schrill dagegen, klar. Und ja, genauso habt ihr auch zum Beispiel diese Blockflöte hier. Das ist tatsächlich auch eine Blockflöte. Viele von euch wissen das längst, kennen das. Das ist eine Bassblockflöte und die klingt dann so. Ja, also das ist auch eine Blockflöte, und zwar, weil sie auch einen Block hat, nämlich dieses eingesetzte Stück Holz hier, was andersfarbig ist, was da endet, also das geht von da oben bis hier, wo man reingucken kann in das Fensterchen hier, in das Labium, und dadurch wird der Ton erzeugt bei der Blockflöte. Ich blase rein, ich kann hier auch direkt reinblasen, wenn ich das will. So, und dann kommt die Luft hier auf diese Kante, ein Teil geht raus, ein Teil geht durch die Flöte, und deshalb ist es eine Blockflöte. Das kennt ihr von zum Beispiel der Sopranblockflöte hier, da ist das der Block. Der geht auch von da oben bis hier unten hin, und deshalb ist das eine Blockflöte. Und alle diese Flöten haben einen Block und sind Blockflöten. Ist also Irrtum Nummer 3 zu denken, das ist eine normale Blockflöte. Die ist zwar normal, aber die anderen sind auch normal. Dann kommen wir zum Denkfehler Nummer 4, den viele begehen, nämlich zu denken, dass man erst alle Noten kennen muss, bevor man Blockflöte spielen kann. Also das gibt es eben auch häufig, diesen Denkfehler. Es gibt, wie gesagt, diesen Denkfehler, dass man erstmal mit Blockflöte anfängt, um dann ein richtiges Instrument zu erlernen, und dass man Blockflöte erstmal macht, damit man die Töne kennenlernt. Aber es gibt auch das Umgekehrte, dass man denkt, ich will mir zum Beispiel Blockflöte spielen beibringen, vielleicht mit Hilfe eines Online-Kurses, und muss ja dann die Töne können schon, oder also die Noten kennen. Ich muss wissen, was ist ein C, was ist ein D und so weiter. Und das ist natürlich ein Irrtum, denn bei jedem Instrument, das ich erlernen möchte, lerne ich parallel und automatisch und gleichzeitig auch die Noten mit, die ich spielen muss. Also sowohl welcher Griff das jetzt auf der Blockflöte ist, wenn ich ein C spielen möchte, als auch wie der Ton in den Noten, im Notenbild aussieht, also aufgeschrieben. Und was es auf sich hat mit dem Violinschlüssel und so weiter. Das lernt man alles, während man das Instrument erlernt und nicht vorher. Ich weiß eigentlich nicht, ob dieser Irrtum nur bei der Blockflöte besteht oder ob viele Leute auch bei irgendeinem anderen Instrument, das sie erlernen möchten, denken, ich muss ja dann vorher Noten lesen können.
Beim Tasteninstrument, das ich eben auch unterrichte, ist es mir noch nicht vorgekommen, dass jemand das gesagt hat oder befürchtet hat, er muss erst die Noten kennen. Aber bei der Blockflöte häufiger und irgendwie ist das unlogisch, weil viele denken ja, ich lerne erstmal Blockflöte, damit ich die Noten kennenlerne. Und andere denken dann, ich muss ja erst können. Also ist mir irgendwie ein Rätsel. Auf jeden Fall ist es ein Denkfehler. Und da kommen wir gleich schön überleitend zum Punkt 5, zum fünften Denkfehler. Nämlich ganz viele Menschen denken, und vielleicht ihr auch, oder manche von euch, dass man Blockflöte gut spielen kann oder überhaupt spielen kann, wenn man alle Töne kennt. Also wenn man den tiefsten spielen kann und den nächsten und so weiter und ja, vielleicht noch ein paar höhere, dann kann man Blockflöte spielen. Also für diejenigen unter euch, die jetzt schon länger spielen oder die schon das richtig angehen und das wissen, dass das ein ganz hochwertiges Instrument ist, dann wisst ihr natürlich, dass das Quatsch ist, aber es herrscht häufig vor, diese Meinung, und das kann man, wie gesagt, auch niemandem übel nehmen, denn die Blockflöte hat seit dem 20. Jahrhundert dieses komische Image bekommen. Es ist aber einfach nicht richtig, denn es kommt ja natürlich darauf an, wie ich die Töne spiele. Also beim Blockflöte-Spielen ist ganz wichtig, eine Atemstütze zu haben, genau wie beim Singen. Und die muss man auch richtig erlernen und richtig gut fundiert erlernen, denn sonst kriegt man keinen schönen Ton geblasen auf der Blockflöte, also einen Ton, der stabil und schön und voll und rund klingt, der nicht zittert und der auch sauber gestimmt klingt. Und genauso muss ich auch meine Finger natürlich entspannt haben, damit ich alle Töne spielen kann. Ich muss gleichzeitig auch eine Zungenartikulation machen. Also ich habe mal ein Video gemacht für Anfänger auf der Blockflöte bisher, und das könnt ihr euch mal anschauen, wenn ihr Blockflöte überhaupt noch nie gespielt habt oder es ewig her ist und ihr noch mal reinkommen möchtet. Das verlinke ich euch, das Video, und da könnt ihr noch mal so sehen, worauf es ankommt, also Atem, Artikulation, Fingertechnik, und da kriegt ihr mal so einen kleinen Vorgeschmack, könnt ihr mal ausprobieren mit dem Video. Auf jeden Fall kommt es darauf an, wie ihr eure Töne spielt, viel mehr als darauf, alle Griffe zu kennen. Die Griffe, die kommen dann schon. Es ist genau wie bei jedem anderen Instrument. Beim Klavier will ich auch nicht gleich anfangen mit einer Bachfuge, das geht auch nicht. Und bei der Violine werde ich auch nicht gleich in der ersten oder dritten Violinstunde in allen Lagen spielen können und Doppelgriffe, was weiß ich. Also das von der Blockflöte zu denken, ich muss alle Griffe einfach können, alle Töne kennen und dann kann ich Blockflöte spielen. Abgesehen davon, dass das natürlich vom Anspruch her an das Instrument super schade wäre, weil wie gesagt, es kommt ja darauf an, wie ihr die Töne spielt, wäre das auch gar nicht möglich, denn ihr bekommt gerade die tiefsten Töne in den ersten Wochen nicht gut raus, wenn nicht eure Atmung gut sitzt, eure gesamte Haltung, eure Finger, Artikulation und so weiter. Also das ist schon mal gleich wieder ein Denkfehler gewesen, den ich hoffentlich hiermit ausräumen konnte und euch auch beruhigen, dass ihr nicht, wenn ihr anfangt, gleich das tiefste C probieren müsst. Denkfehler oder landläufige Fehlannahme Nummer 6 über die Blockflöte ist, dass die Blockflöte schief klingt, verstimmt klingt, dass Blockflöte immer schlimm klingt. Also klar, das kommt natürlich daher, dass die Blockflöte oft eingesetzt wird als reines Anfängerinstrument, Einstiegsinstrument und dann natürlich entsprechend mit schlechten Blockflöten angefangen wird, also vom Instrument her, vom Bau her. Dazu komme ich gleich noch. Aber auch, dass sie gar nicht den Anspruch hat, man müsste vernünftige Sonaten oder Stücke spielen können, sondern eben einfachste Melodien, wobei nicht drauf geachtet wird, wie man atmet, wie man artikuliert, wie man die Finger schön draufkriegt, sodass es nicht gequetscht klingt. Wenn man das so wie gerade beschrieben macht, dann klingt die Blockflöte verstimmt und schief und richtig schlimm. Und ja, ihr kennt das alle natürlich in irgendwelchen
Fernsehsendungen oder was weiß ich, wird die Blockflöte oft so auf die Schippe genommen. Also es gibt zum Beispiel von dem Olaf, von diesem Komiker, gibt es ein ganzes Video, wo der Blockflöten schreddert und so. Und das finde ich immer so, das ist so offene Türen eintreten, weil das ist so, also anscheinend, weil ich, es ist so abgelutscht schon, dass ich jetzt nur müde drüber lächeln kann, aber es gibt viele Leute, die finden das immer lustig und so. Wenn in irgendwelchen Filmen immer gezeigt wird, ja, wie, also so als quasi als letzter Schrecken, jetzt spielen die Kinder Blockflöte oder so. Klar, das gibt's auch, aber das gibt's eben nicht nur. Und wenn man Blockflöte genauso fundiert lernt wie jedes andere Instrument, dann lernt man selbstverständlich auch sauber gestimmt zu spielen. Dann hat man in der Regel ein vernünftiges Instrument, das auch so gebaut ist, dass man sauber gestimmt drauf spielen kann. Und dann klingt die Blockflöte überhaupt nicht schief. Das führt mich gleich zum nächsten Punkt, nämlich Nummer 7 in meiner Liste der Denkfehler beim Blockflötespielen. Oder der Irrtum über die Blockflöte, nämlich, dass die Blockflöte ein preiswertes Instrument sei, ein billiges Instrument oder sagen wir mal ein Instrument, mit dem man preiswert spielen kann. Das stimmt einerseits und stimmt andererseits nicht. Also, es stimmt in dem Sinne nicht, dass ihr, wenn ihr Blockflöte vernünftig spielen lernen möchtet, unbedingt ein gutes Instrument haben solltet und euch die Blockflöte im Fachhandel wirklich anschaffen solltet und auf bestimmte Dinge achten, wie zum Beispiel barocke Griffweise. Auch dazu habe ich mal ein Video gemacht oder beziehungsweise das ist auch in dem Video beschrieben über die Geschichte der Blockflöte. Blockflöte im Ernst heißt es, glaube ich. Und wieso barocke Griffweise und wieso deutsche? Ich komme dazu auch noch gleich kurz. Auf jeden Fall sollte die Blockflöte gut gebaut sein, sauber gestimmt sein. Und da müsst ihr für eine Anfänger, eine gute Anfänger-Sopran-Blockflöte. Anfänger heißt, dass ihr damit anfangen könnt, ohne gleich hunderte Euro auszugeben, aber die so vernünftig ist, dass ihr gut drauf spielen könnt, müsst ihr schon an die 60, 70 Euro denken. Und je nach Modell und je nach Holzart, es gibt ja da ganz viele verschiedene Hölzer, gibt es da quasi keine Grenze nach oben. Beziehungsweise, ich sag mal, bei Flöten aus dem Laden, da könnt ihr also bis ein paar hundert Euro gehen. Ich habe selbst meine Blockflöten fast alle von einem Blockflötenbauer oder von verschiedenen Blockflötenbauern, die ganz viel mit der Hand anfertigen und die wirklich nach historischen Vorbildern angefertigt sind und uns sehr schön klingen. Und da kostet eine schon mal locker über 1000 Euro oder mehr. Aber ihr könnt anfangen mit einer Blockflöte, mit einer Sopranblockflöte, wenn ihr das möchtet, die, wie gesagt, 60, 70 Euro kostet von guten Firmen, die auch aus Holz ist, was ich euch empfehlen würde. Und habt dann ein Instrument, wo ihr sagen könnt, ich probiere es erstmal aus, ob mir das Blockflöte-Spielen liegt. Bei Altblockflöten würde ich euch raten, schon eher so ab 200, 300 Euro einzusteigen. Das ist natürlich viel mehr Geld, als viele denken, dass die Blockflöte kostet. Aber jetzt komme ich dazu, dass die Blockflöte eben doch irgendwie preiswert ist. Denn wenn ihr das mal vergleicht mit einer Klarinette, die ihr euch kaufen wolltet, oder einer Querflöte am Anfang, dann ist es wieder preiswert. Natürlich kann man Blockflöten nicht gut ausleihen, um das zu spielen. Und ich glaube, es geht bei anderen Blasinstrumenten schon zum Teil. Aber wenn ihr es wirklich sinnvoll angehen wollt und als vollwertiges Instrument seht, was es auch ist, dann müsst ihr euch klar machen, dass eine Blockflöte aus Plastik für 20 Euro keinen Sinn macht. Irrtum oder Denkfehler Nummer 8 wäre, die sogenannte deutsche Griffweise ist einfacher als die barocke Griffweise. Also bei der deutschen Griffweise ist das auffälligste oder das, ich sag mal, das bekannteste Merkmal, dass man eben einfach so greifen kann, C, D, E, F mit dem einen Finger und so weiter. Und bei der barocken Griffweise geht es anders, da habt ihr C, D, E,
F mit diesem Griff und dann geht es so weiter. Und so gibt es noch einige Griffe, die unterschiedlich sind. Und abgesehen davon, dass die deutsche Griffweise einfach eine falsche Griffweise ist, die sich auch erst im 20. Jahrhundert entwickelt hat, aber abgesehen davon ist es nicht einfacher, deutsche Griffweise am Anfang zu erlernen. Das ist wirklich ein hartnäckiger Irrtum, dem ich seit 30 Jahren entgegenarbeite, mit den Schülern, klein und groß, mit denen ich anfange. Denn wenn man gleich den richtigen Griff für zum Beispiel das F lernt, von Anfang an, stellt man sich die Frage gar nicht. Und man lernt ja auch nicht von unten an die Tonleiter C, D, E und dann das F. Wie gesagt, zum vorigen Punkt zurück, es geht nicht darum, alle Töne zu spielen und schon gar nicht am Anfang die allertiefsten. Das kommt alles. Sondern man arbeitet sich von der Mittellage heran und dann kommt irgendwann auch das F dazu. Und das ist wirklich überhaupt nicht schwieriger. Im Gegenteil, sage ich sogar, und dazu habe ich auch mal ein ganzes Video gemacht, deutsche oder barocke Griffweise. Viele Griffe sind schwieriger auf der deutschen Griffweise und die deutsche Griffweise klingt schiefer, also verstimmter. Und, oder sagen wir mal, die klingt verstimmt und die barocke gar nicht, wenn ihr richtig spielen könnt. Und von daher ist es wirklich ein Irrtum, der sich auch hartnäckig hält, auch in Grundschulen zum Beispiel, wo die Kinder mit 30 Kindern auf Plastikflöten zum Teil spielen, dass das einfacher wäre mit der deutschen Griffweise und das ist einfach nicht korrekt. So, Punkt 9, Denkfehler oder Irrtum. Ich habe jetzt mehrmals Plastikflöten erwähnt oder Kunststoffflöten. Und natürlich sind Kunststoffblockflöten in der Anschaffung erstmal preiswerter. Und wenn ihr wirklich sehr wenig Geld habt und sagt, ich kann wirklich nicht für eine Sopranblockflöte am Anfang 70 Euro oder mehr ausgeben, dann kann eine Kunststoffblockflöte von einer guten Firma, die gut gebaut ist, eine echte Alternative sein. Die Kunststoffblockflöten haben zwar den riesen Nachteil, wie ich finde, dass sie viel schneller verstopfen und heiser klingen, aber wenn ihr eine gute Firma habt, zum Beispiel Yamaha, oder Zenon oder es gibt bestimmt noch ein, zwei andere Firmen. Ich habe jetzt nicht so viele Kunststoffblockflöten. Dann ist das eine Alternative, weil die klingen ganz gut eigentlich. Und natürlich muss man sich überlegen, die Haptik ist natürlich ganz anders. Also wie fühlt sich das an? Und ich persönlich finde das Schöne am Blockflötenspiel unter anderem dieses Gefühl auf dem schönen Holz zu greifen und das Gefühl, auch wenn man die im Mund hat. Und das ist ja auch, historisch gesehen, ist es ein Holzinstrument. Das gab ja früher keinen Kunststoff. Aber es gibt Kunststoffblockflöten, die gut klingen. Und bei Altblockflöten seid ihr dann so um die 100 Euro rum gut bedient, denke ich. Und von daher könnt ihr das tun. Was ich euch nicht empfehlen würde, ist zu sagen, ich kaufe mir erstmal eine Plastik und dann später eine Holz. Wobei, ja, also wenn ihr dann eine Altblockflöte kauft, die kostet ja auch schon an die 100 Euro aus Kunststoff. Und das könnt ihr euch wirklich gut überlegen, wenn ihr mit Altblockflöte jetzt rangehen wollt, ob ihr da nicht gleich mehr investieren könnt oder wollt. Ja, Punkt 10, letzter Irrtum oder Denkfehler ist, dass man überhaupt mit der Sopranblockflöte anfangen müsste, wenn man Blockflöte lernt. Wie gesagt, gibt es die ganze Familie der Blockflöten und es sind alles Blockflöten und es gibt sogar das meiste Repertoire, also das meiste an Stücken, an Sonaten, Suiten und solchen Dingen für die Altblockflöte. Das ist also so eine. Ich habe ja vorhin erwähnt, dass Johann Sebastian Bach die Blockflöte oft eingesetzt hat in seinen Stücken und dass man das auch im Konzert spielt. Und das ist eigentlich meistens für die Altblockflöte und nicht für die Sopranblockflöte. Und die Altblockflöte war auch zum Beispiel in der Barockzeit das Hauptinstrument der Blockflötenfamilie. Natürlich gibt es auch ganz viele Stücke für die Sopranblockflöte und für die anderen Blockflöten, aber der einzige Grund, warum man mit der Sopranblockflöte häufig anfängt, ist, dass die Finger der Kinder zu klein sind für die Altblockflöte.
Also die können in der Regel erst so mit 9 oder 10 Jahren eine Altblockflöte greifen und die Löcher vernünftig schließen. Und das ist eigentlich der Grund, warum man mit der Sopranblockflöte beginnt. Und aufgrund der anderen Punkte, die ich euch jetzt in diesem Video erzählt habe, nämlich der Geschichte seit dem 20. Jahrhundert der Blockflöte, dass sie ein Einstiegsinstrument sei, hat man eben ganz oft die Sopranblockflöte bei Kindern eingesetzt und tut das heute noch. Und dann herrscht der Irrtum, dass man damit anfangen muss. Aber ihr könnt als Erwachsene oder als älteres Kind genauso gut mit der Altblockflöte gleich anfangen. Ja, das waren sie, die 10 Denkfehler fürs Blockflötespiel. Falls euch das Video gefallen hat, freue ich mich über einen Daumen hoch und natürlich, wenn ihr mir ein Abo dalasst. Klickt dann auch das kleine Glöckchen an, damit ihr benachrichtigt werdet, wenn wieder ein neues Video von mir erscheint. Und wenn ihr mitbekommen wollt, was ich alles sonst noch so mache, an Online-Kursen für Blockflöte, an echten Kursen vor Ort irgendwo und was ich gerade alles entwickle für fortgeschrittene Blockflötenspielerinnen und Spieler, aber auch für Anfänger auf der Blockflöte, dann abonniert doch gerne meinen Newsletter. Das ist hier unten verlinkt. Da bekommt ihr dann noch als kleines Geschenk eine Übe-Checkliste für euer Blockflötenspiel. Jetzt bedanke ich mich mal wieder fürs Zuhören und freue mich auf euch nächsten Freitag. Bis dahin. Tschüss.